So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helle Loose. Heute mit mir, dem Crusader, auf der wunderschönen Karte St. Marie du Mont an einem wunderschönen Tag. Ich bin heute unterwegs als Kommandant und fahre hier mit meinem Supply Truck durch die Gegend, um Garnison zu bauen und mein Team bestmöglich zu supporten. Ob mir das gelingt oder nicht, werden wir sehen. Das Team hat eben gerade heftig deftig auf die Fresse bekommen. Also ganz und gar nicht gut. Jetzt hoffentlich gibt es ein wenig Besserung. Wird man sehen, wie sie sich machen. Ich muss auf jeden Fall zusehen, dass ich möglichst schnell zwei Angriffsgarnis stelle und das Team bestmöglich in den Hardcap vorne reinbringe. Ist ein bisschen schwierig. Als Kommandant hast du das Game halt irgendwie einfach gar nicht in der Hand. Du kannst zwar jede Menge dazu beitragen, dass das funktioniert, aber so richtig in der Hand haben tust du es nicht. Hallo! Haben sich schon ein paar Squads gefunden, die mir unter Umständen Nodes bauen würden? Ich würde nochmal einen Supply Truck dann hinten hinstellen. Hallo. Wir haben nur einen Impf-Squad. Was ist denn das? Ich habe... Ah, hier, das ist von Mac Eckbert Able Squad. Sag mal dem Swaglet Trump, deinem Pionier, er möchte bitte einmal Nodes bauen und das Ganze irgendwo am rechten Kartenrand. Ich stelle ihm extra nochmal einen Supply Truck da rein. Ganz rechts bitte soll der spawnen. Supply Truck steht schon, der kann direkt losfahren und damit die Nodes bauen. Manpower. Ich hoffe, er weiß, wie es geht. Ich werde um jeden machen. Sehr schön, danke. Nodes brauche ich nämlich ganz dringend. Das Gegnerteam ist unserem Team vom Level her. Ziemlich überlegen. Zoom ist auf der anderen Seite, ja, ganz toll. Ja, Zoom, du kleine Arschkampe, komm zu mir rüber. Er ist da drüben wieder unterwegs. Ey. Wie soll ich denn das jetzt machen? Jetzt drückt Zoom dann auch übel mit drauf. Zoom ist ein sehr, sehr guter Spieler. Das habe ich nicht gesehen, dass der da auf der anderen Seite rumeiert. Gegen ihn zu spielen macht absolut gar keinen Bock. Mit ihm zu spielen ist da um einiges spaßiger. Dann sollten Trupps schon vorhanden sein. Bitte seht zu, dass ihr möglichst gleich auf Schutzraum drauf fahrt, weil der Gegner, der wird auf jeden Fall nicht warten. Ach so, da wird ein Problem werden. Ich glaube, er wird es richtig ausnutzen, dass hier so ein schwaches Team ist. Der geht auf die 200 Kills oder sowas. Ich habe einen HTD-Squad mit einem PRX, den PRX-Panzer und HTD-Gunner. Könnte schon was bringen, tatsächlich. Auf jeden Fall die Infanterie auf Schutzraum. Vielleicht, wo ihr alle seid, Panzer auch bitte Richtung Schutzraum fahren. Sind auf dem Weg. Schade, die Panzer finde ich nicht auf dem Weg. Die habe ich gesendet.
Supply Truck bitte. Wo möchtest du ihn haben? Egal. Oh, der spawnt dann da. Steht mittleres HQ. Ah, danke. War lieber am Westen, im Osten und die Rücken. Wieder hier in den. Oh nein, von hinten. Jetzt wurde ich von hinten geroastet. Jetzt kommt da einer an. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das Zoom jetzt gewesen ist. Nee, ist Oompa Loompa. Komm, hier habe ich schon zweimal erwischt. Interessant, die haben da wohl ein OP stehen. Kumana, ist da ein mittlerer Panzer? Einen mittleren Panzer? Ich kann gleich einen Heavy Tank setzen. Ich habe leider keine Notes. Ich brauche dringend Notes. Tank Squad, ich glaube, reicht von euch, ist ein Panzer, ein Lux. Ich bin leider tot, ich kann nichts markieren. Ihr müsst wissen, mit einem Medium kommt man durch einen Heavy nämlich frontal gar nicht durch. Also deswegen stelle ich euch lieber einen Heavy. Und ich brauche mehr Infanterie im Punkt bei Schutzraum. Also es müssen mehr Leute bei Schutzraum rein. Mir wurde gesagt, mit den Nils ist schwierig, weil die gegnerischen Spotter ihn nicht treffen. Das ist schlecht. Ich habe keine D7 gemacht, Baker gemacht. Ja, sehe Baker Mark, ich spiegel den. Wir haben einen Feindpanzer aufgeklärt. Gegner dominiert uns im Hardcap im Infanterie 1-1. Wir brauchen mehr Leute im Hardcap. Feind kann die C7 verstopfen. Mittleren HQ, finden die Scharfschützen schon wieder rum. Ja, wir haben einen Flammenwerfer jetzt im Punkt. Also den Punkt, den dritten, den haben wir jetzt verloren. Ich glaube auch nicht, dass wir da nochmal drauf kommen werden. Da müssen wir das 1-1 einfach gewinnen. Ja, ich würde schon mal Bedarf anmelden für einen 76. 5 Meter dann. Ja, den 76er sollt ihr bekommen. 40 brauche ich noch, jetzt kann ich. 76er steht Mitte. Ja, wir werden bei Schutzraum komplett zerbombt, ey. Ich bin im Hardcap, aber wir sind eigentlich ein paar Leute. Ja, das Ding ist, die dürfen da nicht mit Negativ-KD die ganze Zeit sterben. Oh, Romana, hast du uns jetzt vergessen?
Nee, einen Panzer habe ich jetzt gestellt. Ich habe jetzt leider wieder keinen Treibstoff. Wir haben leider keine Notes. Ich kann nicht mehr setzen. P7 gar kein gar nicht mehr. Wirklich zum Hardcap. Wir müssen den dritten Punkt jetzt noch einnehmen. Wir haben hier einen feindlichen Lux drin. Der schießt hier die Leute immer wieder raus, das auf Light Vehicle Mark. Ja, 1000 Gegner. Ich kann mit dem der Thompson sollte da besser nicht spielen. Das ist viel zu auffällig, damit anfangen zu ballern. Ja, die werden komplett geroadet. Das Ding ist, wenn ich die ganze Zeit Supply Trucks und sowas setze, ne, wir müssen mit den Ressourcen so ein bisschen arbeiten und das geht halt echt schlecht, wenn da alles für LKWs drauf geht. Hey, ich fahr den zurück. Was macht ihr denn auch mit den? Die haben da jetzt 3 Supply Trucks. Was macht ihr denn mit den 3 Supply Trucks? Ich fahre die Dev. Backup gar nicht bauen. Mit 3 Trucks? Okay. Ja, sorry, ich war zu langsam. Alles gut. Ich muss den Treibstoff leider sparen für die Tanks. Die brauchen wir dringend. Jetzt haben wir den dritten Punkt leider nicht bekommen, das heißt, wir müssen jetzt die W-Taste drücken, um den dritten Punkt zu holen. Ab Punkt 3 können wir ein bisschen stehen, aber bis Punkt 3 ist schwierig. Ja, das wird hier ganz schön düster, also ob die Jungs das hier nochmal packen. Ich hau natürlich auch die Ressourcen raus bis zum geht nicht mehr. Leider im Hardcap so ein Endgegner-Lux. Ich glaube nicht, dass wir den so schnell zerstören können. Das ist halt der Endgegner-Lux, man kennt ihn. Ziemlich unbesiegbares Teil. Ja, ist schwierig fertig zu machen. Hier ist PAX Biddle. Ich setze echt auf dich. Ich brauche deinen Panzer. Du musst da echt irgendwas reißen. Biddle vielleicht. Ich habe C6 gemacht. C6 markiere ich gleich. Biddle, vielleicht könnt ihr den feindlichen Lux da rausnehmen. Es gibt halt einfach Fahrzeuge, die sind zu stark gegen oder für die Infanterie. Unser Supply Truck ist leider jetzt tot von Gunny. Der fährt da einfach nur direkt in den Tod rein. Was macht der da? Da rennt überall Feindinfanterie rum und ein feindlicher Panzer. Ja, der Lux hat sich den Supply Truck jetzt schnell mal geschnappt. Der Lux greift mich gerade an, ist bei Light Tank Mark. Fährt hier aktiv gerade vor an der linken Seite der Hecken. Biddle, könntet ihr den mal kaputt machen? Beide Feldplane G7 markiert.
Lux steht komplett still auf Light Vehicle Mark. Den bitte einmal zerstören. Hallo, Heavy Tank. Lux dreht ab. Dreht uns jetzt den Arsch zu und fährt wieder einen Punkt rein. Auf Light Vehicle Mark. Ja, ich werde den Punkt wohl versuchen müssen, mit aktiven Loop zu cappen. Lux ist jetzt auf Light Vehicle Mark, hat sich repariert. Jetzt wieder ins Hardcap gelaufen. Lux steht gerade grob auf Light Vehicle Mark, ist aus dem Punkt rausgefahren. Wir bräuchten hier langsam Leute im Hardcap. Lauft runter ins Hardcap und sucht ihre Feindgarni. Müssen wir zusehen, dass wir langsam ankappen. Da cappen wir schon. Wir müssen ihre Garni finden, sorry. Die Garni ist markiert, Bakermark. Bakermark wird mal gespiegelt. Ist gespiegelt. Foxmark Garni. So, wir haben hier noch den Endgegner. Der hier ist ein Lux drin, Endgegner Lux noch drin. Einen Panzer habe ich ja, aber nur einen normalen Sherman. Ja, den Ding immer. Okay, ist ein ziemlicher Kackpanzer, würde ich euch zwar nicht raten, aber steht in der Mitte. Box Garni im Swap. Meint Garni Cap zerstört. Sehr gut. Könnt ihr bitte für den Worldkick gleich stimmen? Das ist ein. Wir haben hier einen Pfeil in Spawn auf meinem auf meinem Spawnmark. Ist vor Moto. Schneid ihn noch aus dem Spawn raus und dann töte ihn. Ja, alles gut. Wir sind da. Nee, der ist schon länger, leider. Captain Snoopy, siehst du den Spawn? Lauf da mal hin und nimm ihn weg. Danke.
tot ist nicht. Busch bedeutet Leben, ey. Kommt ein Panzer reingefahren. Ich war leider unter Druck und konnte es nicht erkennen. Feindpanzer D6, Baker Mark. Ja, Charlie, mal gucken, ist der Backup im Norden gefahren. Der wollte wahrscheinlich jetzt die Backup fahren. Wir cappen nicht mehr. Wir brauchen mehr Leute im Hardcap. Noch ganz knapp durchgezogen, allerdings ist da jetzt so viel Feind drin, das wird auf jeden Fall gleich wieder gegengekappt vom Gegner. Wir müssen den Lux da unten mal wegkriegen, weil der macht uns echt fertig. Ne, der ist aber, der ist nicht zerstörbar für die Infanterie. Das wird nichts, da brauchen wir einen Panzer. Scheiß für Charlie, oder? Doch schon, aber das schafft unsere Infanterie noch nicht. Panzer 4 auf Charlie, Mark. Akkurat. Also versucht's mal mit AT, da schickt die AT an den Rand, weil ich bin gerade zweimal direkt hinter den Rand gekommen, ohne Probleme. Ja, aber die Leute, die AT da spielen, haben dafür noch ein bisschen zu wenig Erfahrung, deswegen hoffe ich ja auch die ganze Zeit auf unsere Panzer. Wir haben eine Garnison hinter Schutzraum, nutzt die, würde ich sagen, und rennt nochmal schön in den Schutzraum rein. Da fahren da in den Schutzraum rein, ne? Da irgendwo. Wie bitte? Ich habe kein Wort verstanden. Ein Panther fährt in den Schutzraum hinein. Ein Panther? Oh nein, dann können wir uns gleich von dem Ding verabschieden. Okay, das ist jetzt mal ein Tankpark. Panda wird gekämpft. Ah, okay. Panda zerstört. Okay, gut. Ihr seid der Heavy, oder? Nein, wir sind der Stuart. Nicht schlecht. Da könnt ihr ein paar Panzerbahnen aus dem Schutzraum geben. Ja, vielleicht können wir noch ein paar Panzer in den Schutzraum bekommen. Charlie mal Panzer 4, ungefähr. Oh, ich habe jetzt MT als Sniper. Oh, strong, dass ihr mit dem Steward eben den Panther geklappt habt, ist schon ziemlich gut, ey. Sehr schön, jetzt sieht es hier ein bisschen rosiger aus.
40 Kills hier. Zoom schon wieder raus. Zoom ist schon wieder raus. Der hat am Anfang gut gegengedrückt. Nee, der ist noch drin. Warte mal. Dann haben wir hier 261. Das ist auch übel am rumbetteln da. Aber ein guter Gegendruck. Soll Abel angreifen, den Beiler? Ja, wir bräuchten erstmal eine Garnison bei Schutzraum. Die hat noch keiner gebaut. Also wenn Easy da jetzt eine Garni bauen würde, wäre das natürlich edel. Weil hinrennen können wir da nicht. Das ist wie so eine große offene Insel. Wir sterben beim Anlaufen. Wenn jemand mit einer Zwill nach D9 schicken will, dann liegen wir uns. Boah, wir haben eine Garni. Geil, Easy, danke. Ja, Abel, Dorf und Schick, ihr könnt jetzt eigentlich so langsam Richtung Angriff schlängeln. Ich weiß aber nicht, wie es hinten in der Def gerade aktuell aussieht. Da muss ich gleich nochmal gucken. Kami habe ich schon 5-mal erschossen. Oh, die Garni hinter euch ist heiß, Lauf. Die wird gerade abgebaut. Und der Typ ist tot. Na, Schutzraum sieht noch nicht so edel aus. Da werden wir gerade wieder angekappt. Aber durch die Garni können wir in Punkt spawnen. Ja, die ballert halt rein. Ja, die kommen von hinten reingelaufen, die laufen aus dem Norden aus rein. Schön. Alles gut. Das sieht gut aus. MT steht hier hinten auch in der Def drin. MT ist auch ein guter Spieler. Der wird dann noch ordentlich was. Bin ich südlich von euch zu kalten, ich hab nicht mehr los. Ja. Hallo, könntest du mir kurz einen Verband geben, Fred? Okay, ich bin tot. Ja, Mist. Ich habe verstärkt Probleme hinten in der Verteidigung. Die haben keine Garnison mehr und die greifen da immer stärker an. Aber was wir jetzt haben, nennt man Cap Race. Wir müssen jetzt vorne durchcappen, sonst verlieren wir das hinten. Ja, sehr gut. Die sind voll besetzt. Übrigens genügend Kapazitäten, um einen Heavy zu spawnen. Guck mal, wie sieht's mit dem nächsten Erden auf Hochhaus? Der Stuart, vielleicht bist du gesetzt, hinter dir sogar gekommen. Er braucht noch 2 Minuten 20. Garni von Fox in der Dev, sehr gut, Fox.
Bude ist ein Hardcap. Sehe ich. Kann euch nur mit einem Tiefflieger unterstützen gerade. Wir scheinen hinten auch nicht mehr viel zu haben. Wir sind gar nicht abgebaut. Also ist keiner mehr. Ja, das ist ausgezeichnet. Hoffentlich kept ihr durch. So, sehr schöner Cap. Versucht mal bei Weiler eine Garnison zu bauen. Solltet ihr das nicht schaffen, verkämmt euch da einfach so gut ihr könnt. Dann geht ihr halt, kriegt ihr halt relativ hart auf die Fresse. Aber ihr könnt uns ein bisschen Zeit geben. Besten ist, wenn ihr es schafft, dann eine Garnison zu bauen. Da brauchst du eigentlich einen Flyer. Aber ich werde dir gleich einen Flyer vorgeben. Ja, das ist gut. Supplies brauchen noch 45 Sekunden. Okay, ich krieg die Meldung. Im Hardcap ist der Panther. Im Walder im Hardcap ist der Panther. Wir führen es ab. Vorsichtig, Tiefflieger geht bei Weiler vorbei. Panda bei Fender ist bei. Okay, sehr gut. An die Tank Crews, wenn ihr eure Panzer verliert, sagt Bescheid. Ich kann jetzt die ganzen Heavy spawnen. Mein Mikro? Also, bei mir hat sich nichts verändert, du hast schon ganz so. Ich mein, verbittelt. Keine Ahnung, wir verlieren auf jeden Fall gerade wieder der Weiler. Wir müssen jetzt gut aufpassen, dass wir den Punkt dahinter nicht auch gleich verlieren. Hallo, ist Mike! Ich schwöre, hier schießt doch einer die ganze Zeit. Ja, steht. Wir müssen eigentlich der Weiler irgendwie halten. Schaffen wir jetzt aber nicht, also müssen wir die Def halten. Ja, ich setze Vorräte ab, so dass wir gleich wieder ein bisschen angreifen können und den Angriff ein bisschen nach vorne verlagern können. Jetzt lucky, dass ihr da durchgekippt habt. Habe ich, muss ich gestehen, gar nicht mit gerechnet. Lauf, ihr kriegt da Vorräte runter, da könnt ihr gleich eine Garni bauen im Norden. Ich bewege mich zum Supply-Abwurf und versuche da gleich eine Garni zu bauen. Ja, oder das ist auch eine gute Idee, ja. Da wo Jig, Hau und Mike sind, die könnten sich zusammentun und könnten da auch nochmal zwei Supply bauen. Warte, bis sie durchkippen, bevor du was baust. Nicht direkt bauen, warte. Jetzt bauen, jetzt kannst du bauen. Ich muss mich zwingen, so ruhig zu bleiben. Das fällt mir so schwer. Ich sehe so viele Dinge, die ich eigentlich gar nicht sehen möchte. Gar nicht steht. Sehr gut. Schon mal eine Backup-Garni rausnehmen, wir haben gleich Garni damit. Ja, kann ich machen. Erledigt.
Ja, steht keiner mehr drin. Ach, auf Abel, hier ist er noch drin. Ja, du musst schnell rausrennen. Sie haben vorhin die Garni abgeholt. Oh ne, das heißt, wir sind gleich durch. Das geht über unsere Grenzen. Vorsichtig, Bomber kommt auf der Weiler. Bitte nicht reinlaufen, da laufen so viele rein. Ich werde so viele Teamkills machen. Oh nein. Wir müssen Richtung. Gerade nicht. Ich muss erstmal unser halbes Team umbringen. Boah, die werden alle erschossen. Hab ich ein Glück. Hoffentlich stimmt der Rest auch noch, bevor mein Bomber kommt. Ja, es sind alle tot. Ach, ich hab den Schwein. Die 76er in die Mitte, ja. Steht mittig. Bräuchte mal ein Squad in C7, da kommt jetzt langsam mehr als eine Squad-Stärke rein. C7, ich setze mal mag's jetzt nicht. Sekunde. Wieso wird der gekriegt? Nichts gesagt. Könntest du dich versetzen und die per Hand abbauen vielleicht? Zwei Garne, vielleicht. Gerade schwierig. Ich bin der Einzige, der hier noch einen Schutzraum drin steht. Das können auch die Offiziere, die die Garnis aufgebaut haben im schlimmsten Fall. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass die Garnison hier hinten flöten geht. Aber ich versetze mich trotzdem mal schnell. Alles klar, danke. Dauert aber jetzt eine Minute. Ah, bist du wieder gut dabei? Das dauert halt, bis ich wieder spawnen kann. Was ist das hier überhaupt für... Sagt euren Leuten mal, die sollen nicht einfach randoms Vote starten und irgendwas kicken. So, Garni baue ich ab. Bei wem ist denn Micha drin und wieso macht er denn das? Garni ist abgebaut. Solo 35er Tankspot. Was? Also nennt sich Troll. Dann noch nicht mal Offizier im Tankspot. Ja. Ja, probieren kann man es ja mal, Micha. Rache, Rache. Jetzt weiß er, wie es ist. Benötigt ihr noch Hilfe bei C7? Haben wir noch einen Panzer da? Gerade halten wir es noch, aber wir sind halt nur als Zweier Sniper-Squad. Panzer, hey, guck mal die Luft bei deinem OP gehen auf vorher drunter. Ja, was für ein Panzer möchtet ihr? Ja, stell, was du kannst. In der Mitte, wenn geht. Ja, ich packe euch da noch einen 76er hin. Wir haben gut Treibstoff. Platz müsste frei sein. Okay, warum kann ich denn nicht 600? Oh, Cooldown-Time, 1 Minute 50. Wollt ihr noch 1,50 warten? Oder wollt ihr einen 75er? Kannst du einen 75er erstellen. Ach, der ist aber trash, da kommt der vorne wieder nicht durch die Heavys durch. 1,30, komm, 90 Sekunden, wartet ihr noch kurz 90 Sekunden, dann kriegt ihr einen ganz schweren. Ja, machen wir. C7 kommt langsam mehr als eine Squad-Stärke durch. Nicht so lange mit der Art ein bisschen. Ja, mit dem Aufklärungsteam, was hier schon wieder rumpimmelt.
Negate Mark. Versuche euch damit zu unterstützen. Wie sieht es mit dem Heavy aus? 25 noch. Ein Panzer C7 unbekannt. Die zentrale Garni ist heiß. Da wird direkt angeschossen. Also die vorderste Garni ist heiß. In der Mitte kriegt ihr jetzt euren Jumbo. Steht der 76er. Panzer habe ich im Blickfeld. Das ist ein kleiner Lux, der hier steht und gerade volle Kanne in den Punkt reinfährt. Der Lux hat Infanterie hinten drauf. Ich komme gleich ein bisschen nach vorne. Bis wir gewonnen haben, 46 Minuten im schlimmsten Fall, aber ich denke mal, ich bin schneller fertig. Ja, ich kann es probieren. Ja, das ist der Lux. Der Lux ist einfach in den Schutzraum reingefahren. Und das ist der Endgegner. Wir haben keine Artela und wir kriegen ja nicht tot den Lux. Ja, kann er ja machen. Ich meine, zerstören können wir ihn nicht. Ja, ich wollte es nur so anwägen, dass er keine Gefahr in der Verteidigung ist. Okay, sprengen würde ich ihn aber trotzdem, wenn ihr da unterwegs seid. Aber irgendwas macht doch die Garnison da in unserer Death-Mitte heiß. C7 drückt jetzt auf jeden Fall durch. Da kommt jede Menge an. Der Angriff sieht gerade auch sehr, sehr mau aus, eher. Angriff kommt man nicht weiter, weil in der vorderen Garni steckt ein Panzer drin und alles. Garni wurde auch gerade abgerissen. Ja, Luke steht drin neben der Garni, das ist ein Schiekel. Wir haben erhöhtes Feindaufkommen auf meinem Infanterie-Markt. Was ist die Ballert? Charlie? Jo, wir gehen halt. Okay, 40. Da kannst du nochmal den RC8 probieren. Und den Angriff rausholen. Ich schau mal, ob ich den Manpower C8. Ja, kann ich machen.
Copy, danke. Gelaufen ist. Die Pack ist ja geil. Alter, ist die gut. Gute Pack, ey. Mega lustig. Charlie, was ist denn das für ein Tank auf deinem Mark? Ja, du mal. Ich hab nicht so viel, ja. Das macht rausgenommen. Ja. Südwesten ist wieder ein bisschen ruhiger. Nein! Mich denn jetzt geholt, ey. Das war ein guter Schuss von irgendeinem. Irgendwann hab ich da gut aus dem Büschen rausgeflankt. Zoom weiß eigentlich, wo ich stehe. Der könnte mich eigentlich ohne Probleme da wegholen. Der dürfte das zu 100% wissen. Unsere Garni blinkt wieder, da kommt Infanterie an. Im mittleren Akku fährt jetzt ein Panther los. Ja, wäre gut, wenn unser 76er den Panther kriegt. Im schlimmsten Fall hätten wir aber noch genügend Treibstoff für noch einen 76er. Ja, die Death mit den Stacheldrähten und der Pack dahinter sieht ziemlich geil aus. Keine Ahnung, wer das gebaut hat, aber finde ich sehr witzig. Ja, Panther steht jetzt akkurat auf Charlie Mark. Panther steht akkurat auf Charlie Mark. Wo ist der Mark? Ja, das Ganze in der NAQ. Ach, da hinten. Ja, okay. Ach, das sind doch Panzerleute, die an der AT sind. Ja, Versorgungsfahrzeug, der liegt, ne? Hat den Beiler rein, das sieht gut aus. Vielleicht haben wir jetzt gerade die G7 abgebaut. Ja, oh, der macht hier so viele Teamkills, der Z-Ben. Wollte mich verarschen. Was ist das für einer? Boah, der schießt die alle weg. Also je schneller ihr Z-Ben kicken könnt, desto besser. Der ist richtig krank drauf, ey. Der ist ja komplett am Reinteam-Killen. Ja gut, der Server hat ihn rausgeworfen. Schon von alleine. Was ist das denn für ein Dulli? Mein Gott. Nee, es war ein Bootkick. Ja, okay. Nee, das ist durchgelaufen. Der war jetzt bei 11, hat er bei 11 aufgehört. Junge, der Kerl war aber ein harter Dulli, ey. Wahnsinn. Da war ich wohl nicht schnell genug mit dem Boot. Pass auf, da ist einer. Ist einer rein ins Haus? Entschuldigt, falscher Chef. Was Z-Bin? Ja, ja, das ist ein harter Dulli. Könnt ihr über die Hardcap gar nicht rübergehen? Ja, oh Mist, mich hat er getötet. Ich kann keine neue Garni im Hardcap setzen, sollte er die erwischt haben. Hat er nicht, haben wir Glück gehabt. Oh, aber jetzt pushen sie, jetzt blinkt die Garni. Jetzt cappen sie auch an, die haben den ganzen Hardcap geklärt jetzt. Hallo. Hau, da kommt ein Heavy zu dir. Der müsste auf deiner Höhe schon sein. Hilfe, Hilfe, oh, Hilfe, Hilfe! Oh Gott!
Ja, wir blocken uns alle gegenseitig an der Garni. Das ist komplett verloren. Ich habe in die falsche Richtung geguckt und wurde nur geblockt. Wir brauchen alles in der Def jetzt. Nutzt es das weg. Da ist ein Mann, der bringt uns alle um. Beim Spawn sind wir zudem nicht in die richtige Richtung zu gucken. Ah. Junge, ich muss da einfach nur weg. Ja, das Problem ist, wenn wir spawnen, so die Leute müssen sich bewegen, die bleiben da einfach stehen. Wir blocken uns gegenseitig und die fetzen uns komplett weg. Oh, Junge, ey, ist das behindert, ey. Ich bin in mein... Ah, oh Gott, in mein... Oh nein, ich schaffe es nicht, ich entkomme nicht mehr. Garni wurde, glaube ich, zerstört durch eine Satchel. Mich hat es komplett zerlegt, ich kann nichts mehr tun jetzt für euch. Ihr müsst da wieder eine Garni bauen. Bin schon dabei, komm her, da alles gut. Ich muss halt in die Deckung kommen irgendwo, damit ich euch da supporten kann. Ansonsten geht halt überhaupt nichts. Also gegnerischer Panther, kurz vom Hardcap beim Beiler. Feindlicher Lux gerade durch die C8 gefahren. Jägermark. Kriegt ihr die Garni da wieder hoch bei Schutzraum? Ja, gleich, Kommando. Schmeiß Vollzauber schon mal Supplies da ab. Nein, ich hab Supplies mit. Egal, mehr ist besser. Alter, wurde ich weggehasst. Oh mein Gott, nee, ich komme nicht mehr rein bei Schutzraum, vergesst das. Ich werde komplett gefarmt. Ich muss wieder leben, sonst gibt's keine Spawnfahrzeuge. Junge. Ich werde so weggehasselt. Es ist scheißegal eigentlich, was mit dem Rest des Teams passiert. Solange ich am Leben bin, kann ich immer wieder gar nichts nachbauen. Panzer spawnen. Aber jetzt haben sie mich echt gut, sehr gut rausgenommen. Gute Garni im Hardcap. Da ist ein Gegner einfach mal im Hardcap drin. Wir kriegen einen starken Feindangriff von hinten rein. Kombination mit dem Lux. Die haben hinter uns eine OP oder eine Garni gebaut. Lux ist markiert. Am Enemy Infantry Marker kommt jede Menge Feindinfanterie her. Ja, ich brauche Unterstützung oben auf dem Berg. Bitte dreht euch dahingehend um. Es sind 4 oder 5 Mann. Also ein Spawn steht da oben auf dem Berg bei uns im Hardcap. Richtung Osten. Also da müssen mehr Leute hin. Kommt eigentlich nur aus dem Osten oder? Ist nur Infanterie, da ist ein Spawn. Aber wenn der zu weit reinrennt, nimmt er unsere Garni weg. Wir haben eine offensive Garni.
Ja, ich schaff's im Osten nicht. Scheiße, ey. Der Osten drückt. Der drückt stark. Ein Japanta C7 Baker Mark. Wir sind gerade am Reparieren. Ich bin gerade am Reparieren. Ich drück auf den Mach, dann. Item, die alles weg. Möchte irgendjemand noch einen 76er? Wir hätten Ressourcen. Commander, hast du eine Prezi ab? Ich habe einen Präzisionsschlag, ja. Wo möchtest du den haben? Mitte wird abgekehrt. Nochmal. Wo soll der Präzisionsschlag hin? BK Mark C7. Ja, geht drauf. Gerade noch so, dankeschön. Oh, cool, danke. 3 Points. Oh, mein, da ist ein Sniper noch draußen. Ja, ja, kannst du gar nicht verteidigen. Ich werde mal Supplies abwerfen. Wohin? Bei Baker. Können wir da vielleicht noch einen Ausweichgarni bauen? Irgendwas kann jetzt uns ja was auch immer von hinten angreifen. Wie sieht der Ostenmountain aus, Commander? Geht so. Der Klaus schon teilweise Feind in der hier oben. Gefunden. Sorry, Commander, sorry. Macht nichts, alles gut. Aber sieh zu, dass du die Ecke da hältst, da kommt immer wieder Feindinfanterie. Okay. In meinem Leben. Was anderes hat er hier auch nicht. Er kann nur sein Leben dafür geben. Östlich OP rausgenommen. Das ist so eine vereinzelte. Ist gut. Die haben hier auch noch was Richtung. Im Norden haben sie auch noch irgendwas, habt ihr auch verschlafen sehen. Ich bin hier gerade einer auf den Kopf gesprungen. Fein kann ich C8 markiert, Baker Mark. C8, Baker Mark. Ist gespiegelt. Ich hab's nicht hinter der Scheibe.
Digga, Mike, welcher Garni-Marker ist denn nun richtig? Nein. Junge, ist der weit weg. Okay, der ist so am Arsch der Welt, ey, da renne ich jetzt nicht nochmal hin. Wäre zwar schön, den rauszunehmen, aber... Airhead ist aufgegangen bei Weiler. Wenn wir den Osten bei Schutzraum halten können, könnt ihr in die Airhead reingehen. Aber im Osten muss auf jeden Fall noch was stehen. F7. Okay, ja. Kriegst du die raus oder soll ich die noch markern? Der Baker-Typ ist gar nicht so bad, ey. Love Tank noch zerstört. Nicht markern. Mark auch Baker gar nicht, ist drauf. So, Copy, könnte auch die sein auf dem Commander Mark. Oh ja, Flair ist ab. Ich denke, beide. Ja, auspassen auf meinem Infanterie-Mark. Gar nicht Schutz-Mark, akkurat. Ah ne, ist unsere... Scheiße, das ist TG. Mist. Keiner hat's gesehen, ey. Zoom, Zoom, 51, 67. Sehr gut. Mach ich gleich. Ich muss erstmal wieder leben. Baker Garnimark ist entfernt. Möchte keiner einen 76er haben? Hey, ihr da oben, ihr startet gerade in einem Medium. Dachsbau, willst du einen 76er haben? Bitte was? Ich verstehe dich nicht. Achso. Nee, die Frage ist, ob du einen stärkeren Panzer haben möchtest. Wir haben genügend Treibstoff, also kannst auch einen 76er mitnehmen. Okay.
Du kannst die auch als mobiles Geschütz einfach irgendwo hinstellen. Ja, er hatte wohl keine Lust, aber du hättest jetzt auch einfach in die Gegner mit dem normalen Sherman reinjallern können. Also wir haben mehr als genug Ressourcen. Das ist hier natürlich auch Halbkette schon vorne. Ja, das hätte. Ja, das kann auch irgendeiner machen. Das kann ich auch machen. Ja gut, ich würde in der Weiler, ja, ich zieh mal in der Weiler einen Bomber runter. Das ist zwar ein bisschen risky, aber ich sehe, die eine Hälfte ist unbesetzt. Warte, ich komm gleich, warte kurz. Bei der Weiler kommt eine Bombe über den Teil, den wir nicht besetzt haben. Da, auf meinem Infomarkt, da sind viele. Ich krieg den alle 20 Minuten, glaube ich, neu. Ich kann den, wenn dann, eh nur noch einmal kurz vor Ende abhauen. Ich hätte ihn safen sollen, ne? Wäre cleverer gewesen tatsächlich, ja. Ach du Scheiße, mache ich viele Kills. Okay, okay. Junge! Wie viele Leute töte ich da gerade? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall unendlich viele Leute umgebracht gerade. 10 waren's. Claire kommt bei Weiler. Wenn du die gar nicht hast, komm. Ey, da steht ja ein Bunker. Lol. Ja, aber hallo, erstmal Stufe 3 Bunker hingesetzt. Stufe 3 Barrikaden. Feind gar nicht in Negatmark. Negatmark. Feinkontakt im Norden. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt auch versuchen, den nächsten Punkt einfach durchzukappen. Sehr schön, jetzt müssen wir zusehen, dass wir die Verteidigung da aufrechterhalten. Wo hätte die geschossen? Ich glaube, die gar nicht schon 5-0 Captain, meinst du? Ja, 5-0 jetzt vor Ende wäre noch schöner. Wir haben vorne leider wieder keine Infanterie. Also, ihr müsst nochmal bei der Weiler rein. Also, da sind noch Feinde drin. Die Captain lassen uns aber direkt gegen. Ja, macht erstmal die Gegner da raus. Garni ist gleich wieder eine weg. Kannst du mir eine Halbkette stellen, bitte? Gleich, ja, Sekunde. So, Halbkette, wo haben wir sie? Da. Mittleres HQ? Ja, mach. Steht. Kannst du gar nicht abbauen, komm mal bitte. Ja, ich zerlege eine. Garni ist entfernt, ihr könnt bei Weiler eine neue bauen. Nee, ich habe immer noch Teamlimit erreicht. Ich hab gerade eine weg mal. Ja, Weiler haben wir gerade eine neue Garni gekriegt, deswegen. Weiler hat schon eine gebaut. Ich müsste noch eine zerlegen. Sekunde. Ja, gut. Ich werfe einfach nochmal eine Airhead ab. Wo hättest du denn die Garni gebaut? Wir hatten das eben gesagt. Ich schmeiß einfach eine Airhead runter hier.
geweckt, war das? Aber ich werde sie in beide Able. Angebaut. Hunter und Trickping. Weil da haben wir ja stehen gerade aktuell. Schön auf, Aufklärungsfahrt, Panzer fährt, Foxmark. Nordosten. Sind denn jetzt noch Infanteristen werden beide? Ja, die Recons rennen da noch rum. Bei Schutzraum, bei Waller war es nicht. Im östlichen HQ. Und der Garnimann ist dann noch. Und Pumau. Pumau fährt. Ja, der Pumau fährt zuerst, glaube ich. Oder so. Einmal, hörst du mich? Einmal, schau mal über den Schmeid, da geht Supplies runter. Aufklärer, der ist tot. Noch einer hinter dir. Paar neuen Baker-Leiche, stehen noch ein paar OPs rum, bitte einen markieren. Ich mach's runter, fährt nach Norden. Was willst du da bauen, Commander? Na gar nicht? Ja, aber erst wenn irgendwo eine frei ist. Okay. Ich habe mir die schon mal prophylaktisch abgeworfen, weil wir die Ressourcen haben. Weil, wenn ich du wärst, würde ich von G6 machen und die abbauen. Wie es hier ist. Ja, mach ich gleich auch. Er hat einen Punkt mehr als ich. Ach komm. Ich habe auch einen Panzer zerstört. Einhundert Kills, schön. Das hat man doch gerne. So, und ich weiß zu 100% so, die werden da einfach wieder spawnen, so. Feind gerne die H9 gemacht, Baker Mark. Luxen. Norde von Weilerisch raus. Du kleine Ratte, ey. Diese beiden Typen hier hinten, ne? Diese beiden kleinen Ratten. Ich hätte eine Garni und könnte relativ easy ihren Spawn wegnehmen. Mach ich jetzt aber noch nicht. Ich warte und schieße sie dann weg. Panzer 4, Jake Marker, fährt in Richtung Cap. Commander, dann ist nächsten Bomben dran. Schau mal kurz nach. Ich habe den nächsten Bomben in 1 Minute 42. Jo, copy. Na, kommt gleich über G8 rein.
Manchmal geplant. Ja, jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie da die Garni weggekriegt, ey. Shit. Wann hast du wieder einen Erd ab? Aktuell noch nicht. Ich werde hinten gerade ein bisschen von den Snipern auseinandergenommen. Die Garni bei G8 wird auch stark geschossen. Ach, die haben ja hier den Bunker gebaut. Die haben hier zwei Stufe 3 Bunker gebaut. Ich werd verrückt. Die haben auch hier, Ja, bringen aber nichts. Nee, so viel bringen tut denen das nicht. Ich lass mal auf. Doch ganze Straßenzüge zugebastelt. Auf, klar. Sehr auf, geil, Stufe. Gut. Hängt noch irgendwo bei dir. Der Weiler ist noch. Könntest du mir den Halbkäfer bitte stellen? Ja, ich kann hier im linken Akku noch eine Halbkette stellen. Ich kann mal. Halbkette links steht. Boah, der hat mich weggemacht, der Tank. Der ist ja hinter unserem Panzer. Kann dir mal einer kurz markieren für unseren Tank? Ich bin gerade wieder tot. Ja, hab schon. Danke. Tank schaut immer noch Richtung Südwesten. Guter Hit, ey. Good job. Supply Truck links, ja. Steht. Charlie geht da weg, da kommen ein Squad plus aus dem Norden. Du musst weg, Charlie. Deutsche Vorräte aufbrechen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich da einen Marker setzen soll. So einen Vorratsmarkt gibt's nicht. Versuch die mal rauszunehmen doch. Da stand einfach mal unsere Garni und hier sind sie gespawnt. Mega gut. War jetzt actually okay, nicht wirklich eine Bedrohung. Ja, kannst du die Halbkette im feindlichen Akku genau markieren? Oder? Ja, ist der Naked Mark exakt? Dürfte, wenn sie so nicht bewegt haben in den letzten 60 Sekunden. Ja, spar dir mal den Brez. Ah, okay. Nö, ich habe ihn schon drauf gemacht. Den spreng ich mir. Sehr gut, danke. Du kannst ruhig weiterfahren. Ich baue hier gerade wieder gar nichts. Combat-Punkte habe ich jetzt auch noch viel zu nicht gekriegt? Nee. Schade. Ja, jetzt ist Supply Truck. Alles klar. Ich
Will noch irgendjemand 76er oder sowas? Wir können jetzt drei 76er erstellen. Von dem Treibstoff her, also davon haben wir mehr als genug. Ich kann auch mal eine Airhead werfen, ja, wenn der Cooldown weg ist. Letzte Half-Track im rechten Akku, bitte. Half-Track im rechten Akku, okay. Ja, die Heavys kommen ja schon fast gar nicht mehr an. 7,5 Minuten noch, da kann ich schon fast alles raussaugen. Halbkette hat Cooldown. Kannst du mir auf der Position Last einmal das Preisdrop nochmal in die Lücke an? Wir haben in der Mitte noch eine Halbkette, ja. Aber die Baum kämpft die ganze Zeit. Der OP ist weg, von hinten nähert sich die gerade einer Last. Der Weiler kriegt manchen Druck. Die haben eine Garnison hinter der Weiler gebaut. Wundert mich jetzt nicht. Ich reiß die mal kurz ab. Ah, 76er nach rechts. Ihr werdet nicht mal angekommen, bitte. Ah, vielleicht schon. Hier, viel Glück. Rechts, 76er. Egal, sollen sie einfach drauf hier landen, wenn sie wollen. Scheiß auf den 76er, sind ja nur noch 6 Minuten, wir fahren mit dem Greyhound hoch. Ich kann euch auch noch einen Greyhound stellen, dann kann jeder einen einzelnen haben. Könnt ihr am Wettrennen machen. Alles klar, komm, dann stell noch eine Sekunde, stell noch mal einen Greyhound. Rechts oder wo wollt ihr hin? Ja, rechts kann ich leider nicht, der ist voll. Ja, wir fahren gerade weg. Okay. Ja, ich habe hier eben eine Garni abgebaut und einen Außenposten auch. Ne, ne, hier ist nichts mehr, die sind tot. Ah, hier vorne steht noch irgendwo einer. Vor uns rechte Seite ist einer an der Hecke. Der rechts ist tot. Ja, Sekunde, Greyhound. Ich werde gerade beschossen. So. Kann ich nicht, der 76er ist am Weg. Ich stelle ihn nicht in die Mitte. Steht in der Mitte. Nee, die Mitte funktioniert nicht. Doch, die Mitte ging, da konnte ich was stellen jetzt. Ja, wartet, dann stelle ich euch noch. Jetzt habe ich keinen Greyhound mehr, schade. Ich kann euch keine Fahrzeuge mehr stellen, alle ausgegraut. Warum? Fahr doch kurz den 76er weg. Ja, es sind alle Fahrzeugplätze belegt. Sorry. Nein, ich will aber mehr spawnen. Dann fahrt mir welche in den Todesrand, dann kann ich mehr spawnen. Fahrt einfach welche Auto auf Map. So, ich habe jetzt noch einen Bomber. Die können jetzt nicht mehr gewinnen, weil 4 Minuten Grenze. Ich jag den jetzt irgendwo rüber, wo noch richtig schön viel steht. Boah, das sieht alles so dürftig aus, ey. Ja, ich jag ihn an Weiler vorbei, aber da rennen blaue Punkte rein. Ich weiß nicht. Da, so, ja. Oh, gar nicht Dread bei Weiler. Oh, bei Weiler macht einer richtig Kasala. Boah, hat der da viele weggeklatscht. Das glaube ich nicht. Weiler, werden die jetzt sauer? Ach, spielt aber keine Rolle mehr, wir haben eh schon gewonnen. Zu spät. Ja, egal was die jetzt machen, ist zu spät.
Ja, also sie brauchen 2 Minuten pro Cap. Wir haben jetzt da noch die Halbkette und das Cap ist nicht mal angekappt, also ist durch. Die müssten. Also sie können gar nicht mehr gewinnen. Das ist rein zeitlich unmöglich jetzt. 108 Tötungen habe ich. Könnte ein bisschen mehr sein, ist aber okay. So. Mein Konterpart da drüben auf der anderen Seite hat 111 oder 120. Ja, auch nicht schlecht. Ja, ich habe sonst eben die ganze Zeit die Dev gemacht da. Das war auch ganz okay. Konterpart ist aber wahrscheinlich kein Kommandant. 1065 Punkte, das ist der Zoom auf der anderen Seite. Der hat ungefähr auch dasselbe Level wie ich. Ich habe einen Punkt als Commander. Was kannst du eigentlich? Du hast hier irgendwie Bunker gebaut oder was? Nee, ach, du warst das mit der Pack und den Stacheldrähten. Dein Mann hat die Dinger da gebaut. Ich hab Notes gebaut. Notes gebaut? Hä? Ach so, ach ja, okay, ja. Die gehen ja über Zeit hoch, stimmt ja. 3.900 ist auch nicht viel mehr. Na, das Dingsa-Squad hier, das Fox-Squad hat auch ordentlich Baupunkte. Die haben richtig viele. Fox hat übertrieben viele, Mann. Warum? Der Offi hat auch noch so viel bei Fox. Bubbles, was hast du gebaut? Gar nichts. Gar nichts? Oh, gab gut Punkte. 100 pro Garni, um genau zu sein. Reinforce mal den Punkt, vielleicht können wir den noch halten. Es muss verstärken. Force. Ja, ich muss zu viel hier scrollen. Okay, nee, das aktivieren. Ich hab's aktiviert. Das ist aktiviert. Nein! Den letzten Punkt dürften sie jetzt theoretisch gesehen auch ankappen. Sie brauchen zu lange, um den durchzukappen. Ja, schönes Spiel. Ich könnte auch mal Munition abwerfen hier. Da, Munition. GG. Das Spiel ist vorbei, Mann. Ja, schöne Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht hier mit den Jungs gerade. War sehr, sehr witzig. Mr. Eckbert und Co. hier, Bubbles. Die waren sogar so nett, die konnte man im Spiel sogar ein bisschen näher kennenlernen. Super cool. Ja, komm, Mr. Eckbert. So ein niedriges Level und macht Offi. Finde ich gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Kills haben noch 110. Hat gepasst. Tschüss.